Jo Leute, herzlich willkommen zu dem vielleicht zweitwichtigsten Video bzw. der zweitwichtigsten Folge der OSM Brezel Empire League. Gestern war das Pokalfinale zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund im OSM Brezel Empire League Pokal, beziehungsweise ich gegen Alexander Schmidt TR. Bevor ich jetzt noch groß rumlaber, fangen wir fast an. Denn wir werden uns den Weg der beiden Teams ins Pokalfinale noch reinziehen. Fangen wir mit meinen Eisernen an, für die das sozusagen auch ein Heimspiel ist, fast. Sie hatten im Achtelfinale einen 2-0-Sieg gegen Bielefeld, im Viertelfinale ein 1-0 gegen Augsburg und im Halbfinale ein 1-0 gegen Leverkusen. Ja, die Dortmunder, die hatten einen etwas schwierigeren Weg. Es gab im Achtelfinale ein 2-0 gegen Stuttgart, im Viertelfinale ein Sieg im Elfmeterschießen gegen Hertha und im Halbfinale ein Sieg gegen Eintracht Frankfurt. So, das waren jetzt unsere beiden Wege ins Finale. Glückwunsch an Alexander Schmidt, der dass es bis dahin geschafft hat, bis ins Finale. Ob er jetzt erfolgreich war oder nicht, wissen die Leute, die nicht beim Turnier dabei sind, natürlich nicht. Und das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden. So Leute, herzlich willkommen zum OSM Brezel Empire League Pokalfinale 2022 Nummer 1. Wer weiß, ob es in diesem Turnier, in diesem Jahr noch mehr Brezel Empire Leagues gibt. Erste Chance für Union, leider vergeben. Eine Chance gab es von Gündogan, eine von Bonucci, jetzt Riasson, der zurückkam von seiner Verletzungspause, jetzt Meunier bekommt gelb, also keine wirklichen Chancen für Dortmund in der ersten Hälfte, aber auch sehr wenige für Union. Ja, gut, die zweite Hälfte beginnt, Fernandes und Bonucci mit einer Chance, Hazard mit einer Chance, Dybala mit einer Chance, Dortmund wurde jetzt ein bisschen aggressiver, wir haben übrigens, by the way, vor dem Spiel beide Trainings dargenommen, Messi, Alaba, Gündogan. Dann gelb für Hummels, also es sah aus wie eine Schlacht, also es war wirklich eine Schlacht und es stand 0-0 am Ende, nach 90 Minuten, das heißt es geht in die Verlängerung, es ging in die Verlängerung, Martinez verschießt, Öztunali vergibt eine Chance, Haaland wird eingewechselt, Knoche wird eingewechselt, Messi, Hummels haben alle Chancen. Haaland könnte so als Geheimwaffe für Dortmund eingesetzt werden und die Verlängerung neigt sich auch dem Ende, gelb für Guerrero noch. Ja, 0-0 nach der Verlängerung, das heißt es geht ins Elfmeterschießen, der erste Elfer von Messi und der ist drin, dann der erste Elfmeter für Dortmund, Dybala leider verschossen, beziehungsweise ist gut für mich. Dann der nächste für Union drin. Der nächste für Dortmund leider verschossen. Nee, Spaß, natürlich ist er drin. Ja, also ein Elfmeter nach dem anderen findet seinen Weg ins Tor, bis auf der erste. Mal gucken, ob der verschossene Elfer von Dortmund wirklich schon die Vorentscheidung war. Gut, es sieht so aus, als würde Union gewinnen. Dortmund jetzt aber mit der nächsten
mit dem nächsten Elfmeter, auch der ist drin von Frenkie de Jong. Haaland hat davor auch getroffen. Jetzt Öztunali, er kann es entscheiden. Und Union Berlin gewinnt den Pokal. Union Berlin gewinnt den Pokal. Öztunali, es ist nicht Messi, es ist nicht Suarez, es ist nicht Fernandes. Nein, es ist Öztunali, der meine Eisernen zum OSM-Brezel Empire League Pokalsieger macht. Der erste OSM-Brezel Empire League Pokalsieger überhaupt. Trotzdem GG an Alexander Schmidt, er hat mir noch nicht gratuliert. Also, ich weiß nicht, ob er noch aktiv zockt oder nicht, ob er jetzt getriggert ist. Aber Leute, er hat schon im Vorhinaus das Preisgeld abgelehnt. Das heißt, das Preisgeld geht an den Verlierer, an einen der Verlierer aus dem Halbfinale. Leverkusen und Dortmund hatten das Glück, Leverkusen und Frankfurt hatten das Glück, dass sie sich in der Liga nochmal duelliert haben und da hat Frankfurt gewonnen. Das heißt, der 5-Euro Gutschein für den Pokalsieg geht an Croatian Gamer, aka Daniel. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dafür. Ja, was gibt's noch groß zu sagen? Hier sind noch die Spiele für die heute stattfinden. Der letzte Spieltag der OSM Brezel Empire League überhaupt. Die letzte Folge. Morgen kommt die Zusammenfassung. Ich spiele wieder gegen Dortmund. Sehr überraschend auch. Und dann würde ich sagen, war's es mit dem Video. Bis morgen und ciao.